Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Smart Home Assistent. Vorwerk hat vor kurzem einen neuen Akkustaubsauger auf den Markt gebracht. Das ist der VK7 hier auf der rechten Seite von mir. Den habe ich euch bereits in einem Einzeltest vorgestellt. Link findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Video bzw. nach dem Video kam ganz häufig die Frage, ob wir nicht mal den VK7 mit dem vorherigen Modell, dem VB100, vergleichen können. Auch den habe ich bereits auf dem Kanal in einem einzelnen Video getestet. Die Unterschiede interessieren viele Nutzer. Was hat sich beim neuen Modell verändert? Und genau das finden wir jetzt auch zusammen raus. So, bevor es jetzt mit den Unterschieden losgeht, nochmal der Hinweis, wenn ihr euch alle technischen Daten zu diesen beiden Geräten interessieren, schaut mal in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu unserem Akkusauger Finder. Da sind beide Modelle von Vorwerk eingepflegt, da könnt ihr die ganzen technischen Daten euch anschauen, generell einen großen Überblick über die Geräte bekommen und natürlich auch die beiden Modelle miteinander vergleichen. Dann noch ein weiterer Hinweis, und zwar habe ich gesehen, dass es auf der Seite von Vorwerk den VB100 gar nicht mehr gibt, also man findet ihn tatsächlich gar nicht mehr so, das ist scheinbar so, dass der VB100 so an sich von Vorwerk nicht mehr verkauft wird, sondern sie halt nur noch den VK7 verkaufen. Deswegen richtet sich dieses Video, weil es ja ein Vergleichsvideo ist, eigentlich hauptsächlich so an die, die den VB100 haben und sich fragen, ob denn der Wechsel zum VK7 sinnvoll ist oder ob sich das lohnt. Oder ja, wer jetzt irgendwo einen Gebrauchten kauft oder den, ja, das wäre vielleicht auch nochmal ein Sinn, sich dieses Video anzuschauen. Aber hauptsächlich, denke ich mal, ist es für Menschen, die wechseln möchten. Fangen wir einfach mal direkt mit den Unterschieden an. Ihr seht schon, beides immer noch freistehende Modelle. Es gibt auch weiterhin Parallelen, also die haben hier schon so ein bisschen Ähnlichkeit an den Geräten gelassen, aber es gibt auch deutliche Designunterschiede. Fangen wir einfach mal damit an, dass es beim VK7 jetzt hier vorne ein Display gibt. Das ist natürlich gleichzeitig der Akku, aber er hat ein Display, den gab es vorher nicht. Beide Geräte haben immer noch Filter hier drin, also Filtertüten hier drin und kein beutelloses System. Die haben sich auch nicht verändert in ihrer Größe, sind immer noch 800 Milliliter. Die neuen Filtertüten von Vorwerk sind allerdings ein bisschen nachhaltiger gemacht aus recyceltem Material. Ansonsten ist es natürlich jetzt hier so, dass das Ganze hier vorne ist. Beim VB100 war das Ganze hier auf der Rückseite. Aber so viel erstmal dazu, also immer noch Filtertüten. Dann seht ihr natürlich, dass es... oder das heißt, ihr seht es, ich zeige es euch. Das Gerät hier, der VB100, ist halt starr oben, hat hier oben seine Power-Taste. Hiermit schaltet ihr die verschiedenen Saugstufen durch und ihr konntet immer schon an der Bürste hier unten die Geschwindigkeit der Bürste nochmal zusätzlich etwas verändern. Das wurde halt hier jetzt stark verändert. Hier gibt es halt auch die großen Änderungen. Hier oben gibt es halt jetzt diesen drehbaren Griff, der macht das Gerät nochmal deutlich handlicher, flexibler zum Einsatz auch als Handstaubsauger oder eben, weil er so deutlich weniger Platz wegnimmt. Hier habt ihr aber immer noch eine Power-Taste, schaltet hiermit die verschiedenen Stufen durch, die werden euch auf dem Display angezeigt und es gibt an der Unterseite auch noch einen Boost-Knopf hier unten. Wenn ihr den drückt, dann wird automatisch die höchste Stufe eingeschaltet. Lasst ihr los, wird diese Stufe wieder ausgeschaltet. Dann ein großer Unterschied ist das Click-and-Clean-System. Das heißt, wenn ihr hier einen Aufsatz wechseln wolltet, müsst ihr das hier unten eindrücken und dann den Aufsatz rausnehmen. Das haben die hier ein bisschen komfortabler gemacht, also deutlich komfortabler. Hier habt ihr diesen Taster, wenn ihr das nach oben zieht. Ist jetzt hier im Sitzen immer alles ein bisschen blöd, aber so im normalen Alltag ist das schon cool. Dann könnt ihr den ganz einfach nehmen und dann auf einen anderen Aufsatz aufstecken. Thema anderer Aufsatz. Ganz viele Fragen kamen in den Kommentaren, wie ist das eigentlich mit der Kompatibilität der Aufsätze zu den beiden Akkustaubsaugern. Das ist natürlich für alle die interessant, die schon VB100 haben, überlegen sich den VK7 zu kaufen, haben schon ganz viele verschiedene Aufsätze und wollen wissen, kann ich die jetzt eigentlich weiterverwenden. Das ist sehr einfach. Das ist tatsächlich in eine Richtung kompatibel und zwar in der Richtung, dass ich sagen kann, der VK7 passt natürlich auf seinen eigenen Aufsatz und er passt auch auf den Aufsatz vom VB100. Also abwärtskompatibel, ja, das funktioniert. In die andere Richtung funktioniert es nicht. Und hier sieht man schon, wie praktisch dieses Click and Clean ist. Und hier unten, aber auch wieder im Sitzen. VB100 mit SPB100 funktioniert. Andersrum, warum auch immer, funktioniert es nicht. Rastet hier einfach nicht ein. Also wisst ihr auch das, ob die Aufsätze kompatibel sind oder nicht.
Sprechen wir mal auf die Unterschiede. Auch das haben sich einige gefragt, ob es jetzt hier Änderungen bei diesen Wischaufsätzen gibt, ob der jetzt irgendwie besser wischen kann. Kann ich einfach direkt sagen, nee, kann er nicht. Die Unterschiede sind natürlich, ihr habt jetzt hier vorne noch so eine Anzeige gehabt und hier hinten so eine Fußtaste, mit der ihr hier die Stufen durchschalten könnt von dem Durchsatz der Flüssigkeit, des Wassers. Das wird jetzt hier alles hier oben am Handgriff gemacht und am Display angezeigt, deswegen gibt es das hier nicht mehr. Aber ansonsten ist das hier wirklich das gleiche System. Hier ist der Wassertank an der rechten Seite. Immer noch diese eine Wartungsklappe auf der linken Seite und von unten sehen die Geräte komplett gleich aus. Da habe ich keine Unterschiede festgestellt. Die saugen vorne und hinten. In der Mitte wird halt durch diese vibrierenden, das Wischtuch da gesaugt. Also da gibt es einfach keine Unterschiede. Bei dieser Bürste hier unten gibt es natürlich auch Designänderungen. Wenn man sie mal so nebeneinander hält, dann sieht man das. Das sieht hier alles ein bisschen kantiger aus von unten, aber auch gar nicht so groß unterschiedlich. Hier gibt es noch eine Möglichkeit, mit dieser Taste diese Gummilamellen rein oder raus zu fahren. Das gibt es halt hier nicht, die sind halt hier immer draußen. Generell merkt man, dass das beim VK7 deutlich leiser geworden ist dadurch, weil das Ganze hier scheinbar auch noch mal ein bisschen den Schall besser isoliert. Wie gut das in der Reinigung nachher ist, da komme ich natürlich gleich drauf. Aber ja, so richtig krasse Unterschiede, also außer im Design, sieht man so eigentlich erstmal gar nicht. So, habe ich jetzt hier irgendwas vergessen? Ja, auf der Rückseite hier wurde einfach nur beim Laden immer der Stecker hier oben reingesteckt, ganz normal. Hier haben die jetzt so eine Art, so einen Schlitten, der hier so reingefahren wird. Warum auch immer es das jetzt gibt, ob das besser ist als ein normaler Stecker, keine Ahnung. Aber so viel zu den Unterschieden zwischen diesen beiden Geräten. Er kann hier auch noch mit einer App verbunden werden, wenn man das möchte, um sich da ein paar Informationen zu holen und ihn für bestimmte Reinigungsaufgaben zu programmieren. Das gab es hier nicht. Auch noch ein Unterschied. Ja, das waren erstmal die Unterschiede und dann sprechen wir jetzt auch über Handhabung und die Reinigungsleistung. So, den Part Reinigungsleistung beginne ich jetzt als allererstes mal mit der Laufzeit des Akkus. Da haben mich viele Nutzer nachgefragt, weil ich hatte ja gesagt im ersten Test, Einzeltest VK7, dass er auf höchster Stufe 100% aufgeladen Akku, einmal auf höchster Stufe durchlaufen lassen, waren es 9 Minuten 14 Sekunden. Da haben viele gefragt, das ist ja gar nicht so lang für so ein teures Gerät. Ja, das stimmt auch, aber es ist die höchste Stufe. Wenn ich hier auf einer Automatikstufe und ich sauge im Alltag eigentlich immer mit der zweiten Automatikstufe, dann komme ich locker durch meine 100 Quadratmeter Wohnung und habe dann immer noch 60% Akku über, teilweise manchmal sogar mehr. Also das ist da schon in Ordnung. Es ist halt nicht mehr die höchste Stufe, die ich messe. Beim VB100 habe ich das natürlich auch gemacht. Da habe ich 8 Minuten 28 gemessen. Dazu muss man sagen, dass der hier schon ein paar Arbeitsstunden auf dem Buckel hat, seit ich den natürlich habe. Und das hier ist ein ganz neuer Akku, das wird noch so ein bisschen mit reinspielen. Vielleicht sind sie also dementsprechend schon recht nah beieinander. Aber eben halt auch hier auf höchster Stufe irgendwas so zwischen 9 und 10 Minuten. So viel zur Akkulaufzeit, das haben viele gefragt. Und dann sprechen wir jetzt natürlich über die Reinigungsleistung. Und dann nehme ich auch den Akkustaubsaugerfinder zur Hand, weil ich hier am besten für mich die Daten rausziehen kann. Auf dem Hartboden hat der Vorwerk Kobold VK7 99,34 Gramm aufgenommen und der VB100 99,68 Gramm. Beide Geräte für den Hartboden also super geeignet, da gibt es nichts dran auszusetzen. Ich finde, dass der VK7 so ein bisschen besser damit umgehen kann, gröbere Partikel aufzunehmen, dass die nicht so hin und her geschmissen werden vom Aufsatz. Das war jetzt hier auch nicht irgendwie extrem so. Hier hat es mir einfach nur so in Nuancen ein bisschen besser gefallen. Hartboden also super bei den beiden Geräten. Dann kommt der Teppichtest, das ist natürlich immer schwerer. Aber ich habe hier immer den gleichen Teppich, immer die gleiche Mischung. Und da hat damals der VB100 71,97 Gramm aufgenommen von den 100 Gramm. Und das ist schon allein betrachtet ein echt guter Wert. Um die 60 Gramm fängt es an, wo ich sage, okay, das kann ich empfehlen. Über 70 ist dann schon echt super. Es geht bis hoch zu 80. Da hat er sich echt schon damals gezeigt als einer der besten Akkustaubsauger auch für Teppiche. Jetzt kommt der VK7, kam ja gerade im Einzeltest. Und der hat auf dem Teppich einfach mal 82,12 Gramm aufgenommen. Also ein deutlich besseres Ergebnis, mehr als 10 Gramm mehr aufgenommen als der VB100. Hier zeigt sich also, dass hier nicht nur Komfortentwicklungen stattgefunden haben, sondern dass auch einfach generell die Reinigungsleistung verbessert wurde. Das sind erstmal so die harten Fakten. Dann kommt natürlich so Handhabung im Alltag generell so, wie ist das mit dem Komfort? Da haben sie beim VK7 natürlich wirklich viel getan. Beide Geräte fand ich schon immer sehr angenehm, damit zu reinigen. Sie sind auch wirklich sehr flach einsetzbar. Da würde ich immer noch den Punkt so ein bisschen dem VB100 geben als Vorzug, weil man sieht es auch so hier. Er geht so nach hinten flacher weg. Hier hinten wird es dann so ein bisschen höher beim VK7 und auch hier vorne ist es ein bisschen dicker. Kommt darauf an, wie weit ihr jetzt unter was drunter wollt, müsst ihr dann halt eben gucken, aber generell kann man mit beiden Geräten schön flach
unter Möbeln reinigen. Wischen halt eben genauso. Aber falls jetzt noch jemand fragt, ob sich das Wischergebnis geändert hat, nee, das ist mit beiden Aufsätzen tatsächlich bei mir komplett gleich geblieben. Da sehe ich keinen Unterschied. Ansonsten gibt es natürlich schon viele Komfortveränderungen, wie zum Beispiel hier diesen drehbaren Griff. Das ist echt cool, alleine zum Verstauen oder wenn ihr den als Handstaubsauger mit dem Trageriemen nutzen wollt im Auto. Das ist echt super, das hat mir sehr gut gefallen. Diese Click-and-Clean-Funktion, dass ihr sehr schnell die Aufsätze wechseln könnt, ist cool. Dass ihr vorne ein Display habt, was euch anzeigt, wie viel Akku ihr noch habt, ist natürlich angenehmer, als wenn das hier mit diesen Punkten nur so war, wo ihr nie so ganz genau wusstet, wie lange kann er jetzt noch saugen. Hier gibt es Automatikstufen, das ist auch nochmal deutlich komfortabler. Eine Boost-Taste, auch das ist cool. Also, ja, Handhabung durch die vielen Innovationen, die natürlich mit der Entwicklung hier in den VK7 eingeflossen sind, gefällt mir das natürlich schon mal deutlich besser. Ja, das sind jetzt so die wichtigsten Punkte, denke ich mal, auf die ich eingehen wollte, wenn es um Handhabung und Reinigungsleistung geht. Achso, Filtertest, nicht den Filtertest vergessen. Den habe ich bei beiden Geräten gemacht. Da hatte der VB100 schon bestanden mit meiner Nebelmaschine. Der VK7 hatte da auch gar keine Probleme. Also alleine dadurch diese Staubbeutel zusammen mit der Filterleistung. Für Allergiker ist das natürlich wirklich eine super Sache. So viel zu diesem Part und dann fassen wir jetzt auch nochmal alles in einem Fazit zusammen. Ja, der VB100 von Vorwerk hatte mir schon sehr gut gefallen. Der VK7 gefällt mir jetzt auch deutlich besser. Er hat viele schöne Komfortfunktionen. Er ist auch in der Reinigungsleistung besser. Also alle, die sich fragen, lohnt sich das Upgrade, wenn es jetzt mal nicht ums Geld geht, rein technisch? Ja, definitiv. Er gefällt mir vom Komfort her besser. Er hat schöne neue Funktionen, die wirklich im Alltag auch, die man wirklich nutzt und die nicht nur einfach dazugekommen sind und kein Mensch nutzt sie. Es gibt hier viele schöne Funktionen, diesen Drehgriff, Click-and-Clean-Funktion, eine Boost-Taste, ihr habt ein Display. Also alles wirklich schöne Dinge. Der Aufpreis muss man überlegen, ob man jetzt hier den Wechsel wagen möchte oder nicht. Aber wirklich so, Reinigungsleistung ist besser. Hat auf dem Teppich mehr als 10 Gramm mehr aufgenommen. Also das ist natürlich auch echt ordentlich und lohnt sich meiner Meinung nach definitiv, wie gesagt, wenn man vom Geld absieht, weil günstig sind diese Akkusauger natürlich nicht. Ja, ich denke mal, das sind die wichtigsten Punkte. Kompatibilität bin ich auch drauf eingegangen, habe ich ja eben gesagt. VK7 abwärtskompatibel, Aufsätze vom VB100 könnt ihr verwenden, andersrum nicht. Da ist also das Upgrade kein Problem, wenn ihr schon ganz viele Aufsätze vom VB100 habt. So viel dazu. Sollte ich jetzt doch noch irgendwas vergessen haben, ist es bei euch noch irgendeine Frage offen geblieben, dann einfach in die Kommentare damit oder ihr kommt in unsere Akkusauger-Facebook-Gruppe. Mit über 5000 Nutzern könnt ihr euch da austauschen, da bin ich auch mit drin. Da könnt ihr natürlich dann vielleicht sogar noch mal ein bisschen schneller eine Antwort bekommen, als es unter YouTube-Kommentaren ist, weil die kriegt man nicht immer so schnell mit. In der Facebook-Gruppe kriege ich das eigentlich meistens sogar noch schneller mit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.